Hey, ich wollte euch schon mal ganz schnell darauf hinweisen, dass dieses Spiel im Livestream aufgenommen wurde. Daher bitte nicht wundern. Ich wünsche euch dennoch viel Vergnügen beim Zusehen. Gehen wir mal nach oben oder nach unten? Hallo, wo ist mein Geist? Hallo? Jetzt ist wieder da. Hier muss ich dir gar nicht ausweichen. Kannst du überhaupt angreifen? Ah, okay. Ich kann zwar nicht hochspringen, aber ja, wie ich mir dachte, hier laufe ich eh nach oben. Nein, du tust mich nicht. Komm, ich geh jetzt mal. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, ich gehe ohne Schaden durch. Ja, hat gut geklappt. Aber wieso bin ich voll geheilt? Ich hätte mich doch gerade gar nicht mit Weicherstäbchen geheilt gehabt. Ach, durch das Level abgestimmt, oder? Krieg ich da auch einen Bonus so? Eins, zwei. Komm schon, ich brauche mal mehr Weicherstäbchen. Ich hab nur eins. Da. Ansonsten haben wir hier oben alles. Hier oben, die Bäume werden angezeigt. Warum eigentlich? Können wir die doch fällen irgendwie? Ich glaube nicht. Also noch nicht zumindest auf jeden Fall. Und hier werden auch noch irgendeine Bedeutung haben. Wahrscheinlich, aber die kenne ich auch noch nicht. Ist das nicht toll? Springen kann man hier im Spiel wahrscheinlich nicht, deswegen. Okay. Dann müssen wir ja hier lang. Oh Gott! Schöne Begrüßung. Ich hasse Begrüßungskomitees. Toll, toll. Oh Gott. Hört auf. Kann man ja gar nicht dran. Hä? Wieso geht's denn gerade so leicht down? Okay, wo hatten wir ihre Attacke hingesetzt? Auf L hatten wir jetzt eine Attacke. Cool. Und die haben beide einen eigenen Leiste unten, habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich muss gleich auf Mana oder so. Oh Gott, ja. Heucherstäbchen! Besser als jeder Loot! Bestimmt kosten die gar nichts am Ende. Aber ey, haben die überhaupt eine Währung? Ich meine, die lassen ja nicht unbedingt was droppen. Ich glaube, außer Erfahrungspunkte bringt das gar nichts, aber ich will trotzdem alles killen. Oh Gott, das war unfair. Zum Glück greift uns der Gegner da oben überhaupt nicht an. Den interessiert das gar nicht, was wir hier machen. Ich will meine L und K eigentlich aber auch für den Gegner da oben aufheben. Ich krieg doch wohl auch so down. Oh, schade. Ich mache ihn mal weg. Das ist ein blöder Stein, ne? Ich weiß. Ich mochte den auch nicht. Hallo! Hallo! Lief nicht so gut, wie ich gehofft habe. Autsch. Oh, wir kriegen ganz viel Leben dazu. Immer wieder 10 HP. 10 HP. 10 LP. Ja, HP. Ja. Health Points. Lebenspunkte ist gleich. 50. 1, 2. Ja, ich glaube, ein 2er-Rhythmus. Ja, ein 3er-Rhythmus passt auch. Letzter Schlag. Gut. Lief doch ganz gut. Na, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Oh. Mist, ich wusste nicht, dass jetzt hier was passiert. Ich hoffe, passiert jetzt nichts. Ich will noch ins Portal rein. Lass uns durch den Schleier gehen. Oh, Tatsache, passiert nichts. Hallo? Yes? Oder? Ach nee, du hast dich darin gebildet. Wow. Gib mir Hoffnung, die du nicht erfüllen kannst. Danke. Ah, stimmt. Wir haben ja hier. Stimmt, wir haben ja hier die Gegner noch. Oh Gott, nein. Nochmal. Und eine Schatzkiste liegt da. Warum bist du denn gerade schwächer als der in der echten Welt? Okay, jetzt droppt ihr aber ganz schön, wa? Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich muss jetzt schon einen benutzen, um keinen zu verschwenden. Wie viel heilen eigentlich? Muss ich mal nächstes Mal gucken. Das ist cool, unser Schatten zieht nach. Das habe ich gar nicht gemerkt letztes Mal. Auf alle Fälle cool.
verstehe nur immer noch nicht, warum hier Pinguine rumlaufen. Wahrscheinlich sollen das gerade schon mal sein, oder? Wie weit sind wir jetzt mit dem Schatten? Oh, noch eine Schatzkiste. Wir sollten wohl öfter mal in die Schattenwelt eintauchen. Was ist das? Heilungsstein. Die Steine, die wir kaputt machen, sind aber, glaube ich, kaputt. Ich glaube, das bleibt dabei. Na, wenn, dann machen wir jetzt wieder alles. Wir hier alles down haben. Es gibt schöne Erfahrungen. Schwertstein, Schwertstein. Woo, Level up. Also kein Level up, aber Fähigkeiten und Level. Naja, Schaden ist mir egal. Ihr könnt doch eh nichts. Räucherstäbchen auf Max. Was? So was gibt's? Das ist unmöglich. Sorry, aber es ist jetzt reine Verschwendung, aber ich kann das nicht auf Max lassen. Wow. Geh down. Du gehst hier down. Und droppst jetzt keine Räucherstäbchen. Wusste ich doch. Dämonenkunde. Dämonenkunde. Eich unterhalten. Erstmal nur unterhalten. Warum verlieren sich die Menschen? Es bringt ihnen nur Schmerz und Unglück. Ich glaube, da sollte verlieben stehen. Danke für die Unterhaltung. Da hätte ich doch gerne mehr von. Warum verlieben sich die Menschen? Es bringt ihnen nur Unglück. Oh, du bist so gesprächig. Danke. Ja, dann gehen wir mal aufs nächste. Aishas Erinnerung Number One. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich bin ein 神が憎かったわけではなかった。ただその言葉の裏に隠された私たちのためという両親の真意が私の心を蝕み続けた。それでも私が心を保っていられたのは一人の男性を愛していたから。 彼は似た境遇にある隣国の王子だった。私たちは互いを分かち合い、深く愛し合っていた。私はとても幸せだった。Okay, anscheinend haben wir eine Prinzessin unter uns. Oh Gott, wo bist du denn hier gekommen? Ich dachte, ich habe alles erledigt. Okay, sie ist anscheinend eine Prinzessin eines Königreiches gewesen. Und ich schätze mal, wenn sie tot ist, wurde sie vielleicht angegriffen, das Königreich? Wahrscheinlich hat es aber auch was mit dem Prinzen zu tun. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf alle Fälle können wir mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichten nur aus dem Baum kriegen oder auch auf andere Wege. Auf alle Fälle haben wir jetzt einen Punkt und den können wir gucken, ob wir den für die Geschichte weiter nutzen können. Und da ist eine Kiste und da ist ein Räucherstäbchen und das Räucherstäbchen nehme ich und nehme noch ein Räucherstäbchen. Danke. Jetzt kann ich echt nicht mal mehr wasten. Komm, geh weg. Okay, man kriegt doch mehr, als ich dachte. Und tschüss. Bist du doch wieder da? Nee. Das. Ja, da ist kein Räucherstäbchen drin. Das wäre sonst echt verschwendet gewesen. Komm, ey, jetzt kommt es, glaube ich, wenn ich das sage. Aber Räucherstäbchen sind nicht mehr mein Hauptgut geworden. Na. Achso, hier hinten haben wir die Karte wieder aufgedeckt. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt auch schon wieder bei 154%. Das heißt, wir müssen jetzt eh gucken, dass wir sie. Ihre Attacke wieder einsetzen, weil ab. Jetzt verlieren wir ja wieder Verteidigung für Angriff. Im Tausch für Angriff. Zwei Teleporter. Zwei schwarze Löcher. Okay. Okay, ich bin einfach reingelaufen. Ich bin einfach durch. Okay.
Genau, wir können jetzt mal gucken. Schnellreise. Der Punkt da hinten. Hä, haben wir den nicht aufgedeckt da hinten? Hä, wir haben doch alles aufgedeckt am Anfang, oder? Ach nein, ich bin da zurückgerannt. Nö. Das mache ich jetzt gar nicht mit. Achso, ich hätte mich ja wesentlich nach da teleporten können. Ist jetzt auch egal. Das mache ich nicht mit. So weit geht's noch, dass ich das hinten in Ruhe lasse. Also echt mal, komm. Das wird jetzt alles schnell gemacht. Ich weiß gar nicht, rennen kann ich, glaube ich, gar nicht. Aber schade auch nicht. Die Welt sieht halt echt so geil aus einfach. Vor allem die Schattenwelt. So. Ja, hier ist noch alles schwarz. Wow! Und das noch Gegner. Level. Aber ich mache mir gerade nur meine Prozente da unten größer. Oh Gott, nein, ich wollte dich doch noch gar nicht einsetzen. Oh Gott, jetzt habe ich verschwendet. Ja, ich wollte es eigentlich nicht einsetzen, weil es nicht lohnt hier an der Ecke. Oh, doch, lohnt sich. Für die Musik ist die ist echt geil. Boah. Boah. Dabei, vielleicht lohnt es doch. Kann ich damit mich porten? Oder verschwindet das dann? Ist es jetzt noch da oder ist es weg? Nein, ist weg. Na gut. Ah, aber ich hab's abgebrochen. Stimmt, das hieß ja irgendwie, ich kann es abbrechen, oder? Auf 69 stehe ich noch. Gute Arbeit, ihr beiden. Ihr habt eine Verbindung zu diesen Seelen aufgebaut. Nee. Was sind die, Vater? Sorewa. Seelen, die nicht wiedergeboren werden können. Verdammt oder verbannt sind. Verdammt oder verbannt sind. So. D und B, großer Unterschied. Sie erinnern sich nicht an ihr früheres Leben, können sich aber an uns binden. Sie sind gut darin, Befehlen zu befolgen. Wir nennen sie Dämonen. Sie sind eine besondere Art der Verlorenen. Onibito. Wow. Können wir ihnen nicht helfen, sich an ihr früheres Leben zu erinnern? Ihr? Nicht, dass ich wüsste. Sonne. Das ist sehr traurig. Macht euch keine Sorgen. Ich werde einen Weg finden, eure Erinnerung wiederherzustellen. Oh, ich werde noch rein, Scherz. Ich werde mir hier noch austreiben. Mich mal anders hinsetzen. So. Du bist kein Gegner, aber ich will erstmal aufdecken. Ich mach doch nicht ein Gespräch mit dir jetzt. Oh, da kann ich hochspringen, okay. Die Karte muss frei sein. Sonst geht das einfach nicht. Es geht einfach nicht klar sonst. So. Ich kann das sonst nicht. Oh, hier ist ein Stein. Ja, da sind wir jetzt rübergekommen. Warum auch immer da ein Portal ist eigentlich in einer anderen Welt. Ja, die können Portale setzen, wir können Brücken bauen. Aber sind anscheinend nicht gut darin, die überall zu platzieren. Ja, komm. Okay, in unserer Welt haben wir einfach mal gar nichts. Ist auch klar, das ist ja ein Geist. Gut, alles aufgedeckt. Meister ist zufrieden. Jetzt kann ich sprechen. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich für einen Moment glücklich. Gott, wir nehmen ihn auf. Die Seele des Dämonen Zaf resoniert mit Kakashi. Ich nenne ihn einfach Kakashi, wie aus Naruto. Und wird jetzt an seiner Seite kämpfen. Okay, jetzt haben wir zwei. Ich werde die Prinzessin behalten, hallo? Der erwählte Retter. Ein... Okay, Errungenschafter, deswegen. Ein absolut ehrlicher Dämon mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Die innere Unruhe, die Zaf zu Lebzeiten verspürte, wohnt ihm noch immer inne. Er erinnert sich vage daran, dass er gehasst wurde und tiefe Reue empfand. Zaf kämpfte geschickt mit Speeren und zuckte nicht einmal mit der Wimper, wenn er Schläge einstecken musste.
auch kann er in die Luft springen und so vom Boden oder im Sprung angreifen. Aber wie funktioniert das jetzt mit ihr? Ich hab mir den Namen noch nicht gemerkt. Oh Gott! Scharf ist doch böse! Eine gute Gelegenheit, den neuen Dämon auszuprobieren. Können wir nicht beide benutzen? Wechsel mit 1, 2, 3, 4 die Dämonen, die erscheinen können. Wähle den, der am besten Situation passt. Das ist. Den kann ich ja alle benutzen. Nein. Nein. Mann, wer ist er denn? Naja, sie ist auf allen Plätzen. Ach so, gut durchhalten. Ich kann ja doch. Ach so, mit ihm kann ich springen. Oh, das ist ja geil. Okay, was kann er noch? Ja. Oh Gottes Willen. Gehe ich mal ein bisschen weg. Ist mir ein bisschen zu brutal. Ich hab den ja gar nichts abgezogen. Ich zieh den ja gar nichts. Das willst du, ne? Geh weg von mir. Oh Gott. Oh Gott. Wie krieg ich sie zurück? Thank you. Thank you. Was machst du? Du bist doch viel besser. Wieso den auch suchen, der zu besser Situation passt? Wie ist doch viel besser geeignet? Und los! So, weil ich mal mit ihm wahrscheinlich springen kann, aber was bringt mir denn springen? Oh Gott, Räucherstäbchen, Räucherstäbchen. Geh da weg. Ein HP. Ist das so ein Nettigkeits-HP oder habe ich wirklich mit einem HP überlebt? Das war mein letztes Fläschchen. Oh Gott, daneben. Oh Gott, nein, 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 ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott, das durch mich durch. Er hat aber kaum noch was. Ich habe 31 HP. Gut zu wissen. Er wird Raketen schmeißen. Nein, ich bin down. Nein! Das war so knapp. Bin ich jetzt tot? Game over. Erneut versuchen, hallo, ich will doch nicht dazu wenden. Da habe ich aber noch alle meine 5 Tränke gelesen. Ja, habe ich. Danke. Diesmal will ich gleich mit dir anfangen. Jetzt darf auch keiner daneben gehen. Bin gleich wieder weg. Weg da. Einmal so meinetwegen und jetzt weg, 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 weg. Oh, der ist echt weit, der Angriff. Viel zu weit. So geht es gerade ganz gut eigentlich. Nein, der Raketen, oder? Nein. Jetzt aber der Bodenschlag. Oh Gott, das tut weh. Victoria mal einen Wechsel. Hey, ich habe ja gleich gewechselt. Jetzt sind die Raketen dran. Okay. Nein, was ist das denn? Komm ich gar nicht bewegen. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh Gott. Jetzt endet es wieder schlecht. Das zieht aber auch viel Leben ab.
danke, danke. Nehmen wir gar nichts übel, weißt du? Oh Gott, nein, er haut auf den Boden. Ah, da hat sie so einen Hut mitbekommen. Komm schon, komm schon. Jetzt hau ich ihn aber down. Oh Gott, das war mein letztes Leben ein bisschen. Ich hab auch ziemlich verschwendet reingemacht. Ich wollte irgendwie versuchen noch zu wechseln, bis viele Ladezeiten mal aufgebraucht sind, aber es geht ja gar nicht so schnell. Okay, wie ist sie? Einfach weitergehen, okay. Ich bin mir verstanden. Die Kraft ist noch am Laden. Oh, kann ich auch nicht einsetzen. Alter. Da ist mein Haus, ja. Schön. War das schon immer so gefährlich bei dir? Aber. Was ist denn los? Ich kann nicht zurück in ihre Welt, oder? Deswegen sind wir ja hier. Bleib dicht bei mir, okay? Du kannst für kurze Zeit in die Welt der Lebenden gehen, wenn du nah bei den Wächtern bleibst. Wirklich? Okay, wir sind soweit. Los geht's, Kakashi. Alter. Ich will mich heilen. Ich brauche mehr Lebenstränke. Viel mehr. Oh, Stein. Alles aufdecken, mir egal, was jetzt abgeht. Erstmal alles aufdecken. Jetzt bin ich glücklich. Ich könnte nochmal mit dir reden. Was sagst du? Komm, Kakashi, lass uns gehen. Vater, Mutter. Nun denn. Seid gegrüßt. Wir sind Wächter und haben euch etwas zu sagen. Es geht um euren Sohn. Es tut uns leid, dass wir euch damit einfach so überrumpeln. Aber bitte betet weiterhin für seine sichere Reise ins nächste Leben. Hi. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir beten, seit er gestorben ist. Hoffentlich wird sein nächstes Leben ein glückliches. Deswegen trauen wir nicht um ihn, sonst verliert er nur seinen Weg und wir wären daran schuld. Wir möchten, dass unsere Fröhlichkeit ihm den Weg weist. Wie bitte? Ist etwas passiert? Er ist doch sicher schon längst ins nächste Leben übergegangen. Nein, das ist er leider noch nicht. Er steht hier bei uns, ihr könnt ihn nur nicht sehen. Aber warum? Was ist passiert? Vater, Mutter, ich möchte nach Hause kommen. Bitte lass mich nach Hause kommen. Weine nicht, sei stark. Er weint? Warum weint er denn? Ich bin so allein, ich will nicht mehr allein sein. Er sagt, dass er nicht alleine sein will. Kakashi, nein. Was auch immer ihr vor ihm verheimlicht, hält ihn zurück. Ja. Aber wir... Nee. Schatz, bitte... Verzeih mir. Ja, Buddy. Ich kann unseren kleinen Jungen nicht einfach allein lassen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Du weißt doch, dass wir ihn nicht zurückbringen können. Hi. Ja, das weiß ich. Na. Wenn du also bei ihm sein willst, musst du selbst gehen. Ich verstehe, ich bin bereit. Gut. Aber... so ist das also. Ich schätze, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ich werde ebenfalls mitkommen. Ich kann ihn auch nicht allein lassen. Hä? Wenn ihr im nächsten Leben seid, seid ihr ewiger getrennt. Ich kann das einfach nicht. Wollt ihr euch jetzt vor mir umbringen? Also habt ihr euch entschieden? Hi. Wir werden ihn doch wiedersehen, oder? Ja. Versprechen kann ich es nicht. Hi. Nun gut. Sorry, ich bin bereit. Tut, was ihr wollt.
Solange seine Seele Frieden findet, ist mir alles recht. Verstanden. Überlass uns den Rest. Hi. Vielen Dank. Wir sind auf dem Weg, Junge. Irgendwelche Einwände? Nein. Ich werde es tun. Nein, wir werden sie nicht töten. Oh Gott, was läuft denn jetzt ab? Yoshi. Haltet einfach still. Was? Man darf nicht trauern. Trauer erfüllt die Toten mit Bedauern. Wenn die Toten Bedauern in sich tragen, verlieren sie ihren Weg und können nicht wiedergeboren werden. Und so beten wir Wächter für die Wiedergeburt, während wir unsere Pflichten erfüllen. Denn das ist der Weg unseres Landes. Junge, der Weg eures Landes ist doch nicht der Tod seiner Untertanen. Oh Gott, nein.